Ja, liebe Leute, eine Folge zu spät heißt es dann. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir machen heute, oder wir kümmern uns heute um Kabo und seinen Feuerorden. Und dann geht's schon bald wieder los, geht schon bald weiter. In der nächsten Folge kriegen wir das nächste Teammitglied und ich freue mich schon. Aber jetzt müssen wir erstmal den Feuerorden machen. Und was macht Hopp dann dort? Oh, da bist du ja endlich. Ich habe nochmal eben den Feuerorden gestartet. Aber ich weiß jetzt, warum Kabo von allen der ausgerüstete Feuerwetter genannt. Wäre mein Team nicht das Beste in Gala, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Aber keine Sorge, ich habe Kabo besiegt. Also er ist alles andere als unerschlösslich. Du schaffst das schon. Ja, mit meinem Flecklion sollte das eigentlich kein Problem sein. Sollte. Er ist immer noch ein Arena. Er ist immer noch ein Arena-Leiter. Oh, jetzt habe ich es bis hierher geschafft. Aber langsam verlässt mich das Selbstvertrauen. Wenn ich hier was reißen kann, das mache ich nur. Einfach versuchen. Gut, die zwei wollen nicht quatschen. Oh, du bist auch ein Arena-Challenger, oder? Die eine Empfehlung von Dillion haben. Kein Wunder, dass du Kabel herausforderst. Den Pflanzenorden und den Wasserorden kann ich dir erkämpfen. Ob das mit dem Feuerorden klappt? So. Meine Freundin ist jetzt auch zurückgekommen, das heißt, ich bin nicht mehr alleine. Aber egal, wir kriegen auch schon irgendwie trotzdem. Hallo Arena Challenger, schön dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Kabel herauszufordern. Willst du sofort einen Versuch wagen? Ja klar, natürlich. Wenn du dich an der Arena-Mission versuchen willst, musst du erst in deine Uniform schlüpfen. So, okay, dann geht's jetzt los. Die Arena-Mission vom Typ Feuer ist etwas ungewöhnlich. Hier lang bitte. Okay, was haben wir dann so Ungewöhnliches? Achso, ja, gut, ist der gleiche Aufbau, den wir auch bei Pokémon Schild hatten. So. Bei der Arena-Mission des Feuer-Arena-Leiters Bokabo musst du in Kämpfen gegen Pokémon wirklich viele Punkte sammeln. Diese Pokémon geben 1 Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich jeden Kampf einmischen. Denk gut drüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Und jetzt geht's los. So, als erstes holen wir uns hier mal die... Guck mal, hier ist ein Lichtel. Oder? Ja. Das Lichtel versuche ich mal zu fangen. Das haben wir nämlich noch nicht. So, Thermopod. Und... Ich versuche so zu fangen. Bis ich Kriege hinkriege. Jetzt schalte ich jetzt dieses Thermopod mal aus. Nö, ich kriege es kein Problem. Ich kriege die ersten 2 Punkte. So. Typ vom Geist. Typ Geistfeuer. So, die ersten 2 Punkte gehen auf unser Konto. Dann haben wir hier einen Vulpix, das können wir getrost besiegen, weil das haben wir schon. Das haben wir wieder mit dabei. So, Aquavelle drauf. So, das Vulpix, das gibt zumindest wieder 1 Punkt. So, Level 30. So, okay. Dann haben wir hier oben noch irgendwas. Was ist denn das Neue? Oh, Thermopod. Das Pokémon, was wir auf Route 3 gesucht hatten. Das gibt es nämlich da auch nicht sehr häufig. Das würde ich mir nämlich gerne auf jeden Fall fangen. Und das nehme ich sogar... Will ich sogar so ein Team nehmen? Doch, ich nehme es, glaube ich, mit dem Team dann. Jetzt den Part haben. Ja. Es gehört uns. Wir haben die 5 Punkte. So. So, dann nehmen wir... wo bin ich dafür raus? Ich habe zwei Käfer-Pokémon drin, aber also es entwickelt sich irgendwann bald. Das heißt, wir wollen, dann haben wir den letzten Eintrag noch. Kabos Arena-Mission wird erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner.
Dann steht der Kampf gegen Arena Del Cabo an. Auf geht's, Arena Challenger. So, Cabo jetzt der Nächste. Der ist schon in sich gekehrt. Der ist schon in sich gekehrt. Der hat auch ein paar gute Pokémon, muss ich sagen. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Willkommen, ich bin Cabo, der Feuerrinderleiter. Dass du hier vor mich bist, bedeutet zweierlei. Erstens hast du Jaros Pflanzen-Pokémon besungen und dann Kitzwasser-Pokémon. Damit hast du mir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben einiges gemeinsam. Wir wollen alle gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der am entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. So. Jo. Und dann gibt es heute eine etwas kürzere Folge als die letzten beiden. Das kann ich euch jetzt schon mal ansagen. Ja, heute machen wir nämlich nur Cabo. Im Sommer sollen wir noch etwas kürzeres. Und dann freue ich mich, wenn wir dann. Ja, können wir noch. Ne, wir können doch nicht, ne? Bitte 6. Ich weiß es noch gar nicht. So, egal. Wir fangen jetzt mal an mit auf jeden Fall mit dem Volona. Also er fängt mit Volona an. Und das sollte eigentlich machbar sein. Fast. Im Crit hätten wir es fast sogar gehabt. Jetzt versuche ich. Das wird wahrscheinlich jetzt. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass meine Verwirrung ist. Weil er geht auf Verbrennung. Also Cabo R. Verwirrung ist weiblich. Ich versuche mir noch Tiefschlag. Ich werde mir auch nur mal sicher gehen, bevor dieses Pokémon irgendwas anderes kann. So. Haben wir jetzt Fettler Level 30, FM Level 1, Level 24. So. Kehrtwende, sehr gut. TV-Attacke. So. Und, nehmen uns auch noch. Windschnitt, das ist auch nicht schlecht. Akani, okay, dann gehen wir rein. Boah. So, weil mit Rohr wirkt. So, Quelle. Ja, Dynamax Pokémon wird ein anderes sein. Ich glaube nicht, dass ich es mit einem Zug kriege. Doch. Und das ohne Volltreffer. Dann haben wir die ganz kurz große Gefahr schon mal rausgenommen. Jetzt hast du noch einen Inferno-Pod. Das ist die weitere Richtung von Thermopod. Und das wird wahrscheinlich sein Dynamax-Pokémon. Oder es wird. Ist es sehr wahrscheinlich sein Dynamax-Pokémon. So, das wird ganz cool eigentlich. Das heißt, wir gehen volle Power drauf. Auf Dynamax. Und jetzt. Müssen wir auch ziehen. Na gut, klar, dass er jetzt an Dynamax zieht. So. Ja. Schade, ich hab's fast schon komplett aus dem Leben gerissen. In einer Folge. Aber jetzt geht er mit allem Angriff. Jetzt regnet's vor allem, jetzt sind die Feuerattacken noch schwer. Noch schwächer. Er geht auf deine Schwarm. So. Nehmen wir nochmal deine Flut. Dann ist hier Feierabend.
sage ich das. Mit dem Wasserstarter ist der Feuerorden ziemlich einfach gewonnen. So. Ja, da wäre ich auch überrascht. So, den wir wohl geholt haben. Und damit ist er ausgelöscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass sie gewonnen haben. Du hast mich besiegt. Richten Sie doch die erste große Hürde der Arena natürlich hin. Dein Talent war war meine jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha, wie es scheint, habe ich auch noch nicht ausgelernt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war meine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg vielleicht nun den Feuerorden. Noch eine Route dann auch. Nee, noch ein bisschen was zu tun. Okay, also war ich doch ein bisschen zu voreilig. Naja, gut. Ich hätte gedacht, wir machen jetzt weiter dann mit der Route 6. Aber da kommt noch ein bisschen was dazu davor. Oh, ich war mir zwar sicher, dass du mit Fleckel gewinnen würdest, aber man wird es aufregend. Das haben wir einfach gewonnen, alles gut. Sehr beeindruckt. Jetzt hast du also schon die Pflanzen, Wasser und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zum Feier des Tages erreiche ich dir nun diese TM. Bitteschön. So, TM 38 Irrlicht. Und hier hast du außerdem eine Nachbildung von Kabos Uniform. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg erneut durch die Tattoo-Zone und dann geht's nach Claw City. Du hast ihn gehört. Auf geht's. Da haben wir so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Tattoo-Zone. Das stottern, wenn sie uns sehen. Ja, dann kommt jetzt die Tattoo-Zone doch noch. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.